Du bist so still. Alles in Ordnung? Ich hab dir nichts mehr zu sagen. Was mit dir passiert ist, ich sehe, wie es dich fertig macht. Willst du darüber reden? Weißt du, was mich fertig macht? Dass ich es nicht vor dir zu ihr geschafft habe. Reed. Ich hätte da unten bei Sumi sein sollen. Nicht du. Hätte ihr ins Auge blicken sollen, als sie ihr Leben beenden wollte. Mich hätte sie überzeugen können. Glaubst du das echt? Dir Vorwürfe, als hättest du das ändern können. Konntest du aber nicht. Nicht alles hängt von dir ab, Reed. Sag bloß. Bis zum Schluss an deiner Seite, okay? Bitte aus dem Wagen aussteigen. Reed? FIA Special Agent Terry. Unsere Leute übernehmen die Leiche. Nein. Wie? Kannst du Sumi tragen? Bitte. Ich hab sie. Leg sie hier ab. Kümmert euch gut um sie. Lee, die Präsidentin will dich sprechen. Nicht herumlungern. Schön, Sie zu sehen, Madam President. Ich kann kaum dasselbe sagen. Was wird mit Sumi passieren? FIA Special Agent Song Sumi ist bei Ausübung ihrer Pflicht gefallen. Und genauso wird man sich an sie erinnern. Und wie wirst du dich an sie erinnern? Als mein Versagen. Ich hätte vielleicht mehr für sie tun können. Hätten wir vielleicht alle. Song ist lieber gestorben, als dir in die Hände zu fallen. Verstehst du? Der Tod ist nie die Antwort.
Davon habe ich schon zu viel gesehen. An ihrer Stelle hätte ich das Leben bevorzugt. Du warst aber nicht an ihrer Stelle. Du meines Wissens auch nicht. Rosalind, ich hoffe echt, dass du uns irgendwann verstehst. Mich, Sumi, Reed. Oh, ich verstehe mehr, als du dir vorstellen kannst. Viel, viel mehr. Nun gut. Du hast ja versucht, ihr zu helfen. Danke für deine Dienste für die NUSA. Rosalind, warte. Und? Meine Belohnung? Mir wurde Hilfe versprochen. Dir wurde Hilfe dafür versprochen, Sumi lebend abzuliefern. Du hast deinen Teil der Abmachung nicht eingehalten. Also müssen wir unseren auch nicht einhalten. Eigentlich sollten wir dir den Schaden, den du der NUSA zugefügt hast, in Rechnung stellen. Aber unsere Regierung ist nicht kleinlich. Was die Belohnung angeht... Ist alles okay? Wir sind soweit. Sie hat mich mal gefragt, ob ich immer an ihrer Seite sein würde, wenn sie was versaut. Ich habe ja gesagt. Sie hat mir nicht geglaubt, hat nur gelächelt und den Kopf geschüttelt, aber mir nicht geglaubt. Und dann kam diese Bombe. All meine Freunde verloren, als du mich rekrutiert hast. Werd wenigstens du nicht zu meinem Feind. Das ist das Einzige, worum ich dich bitte. War ich Freund oder Feind? Scheiße. Vielleicht wolltet... Scheiße, ist der Sand heiß. Vielleicht wolltet ihr alle etwas anderes, aber du warst nie ihr Feind, Reed. Da bin ich mir sicher. Das muss ja ein schönes Gefühl sein. Ich habe versagt. Mach dir keine Vorwürfe, Reed. Du brauchst nur Zeit. Ich hatte Zeit wie 7 verfickte Jahre. Lange genug, um ehrlich zu mir selbst zu sein. Hör mal, Reed. Mir war Sumi auch wichtig. Also, wenn du reden willst... Du solltest langsam nach Night City zurück.
hast deinen Frieden gefunden. Weißt du, seit diese ganze FIA-Sache angefangen hat, habe ich so ein komisches Gefühl. Eine Art Angst, die an mir nagt und immer lauter schreit, dass ich so schnell wie möglich hier weg muss. Ich glaube, ich weiß endlich, woher die kam. Die Dämonen der Vergangenheit packen dich an den Eiern? Ziemlich hartnäckige Wichser. Manche Geschichten haben einfach kein schönes Ende. Und dir bleiben bloß Fragen, auf die du nie Antworten bekommst. Fragen, die dich quälen, bis du den Löffel abgibst. Da hast du recht. Hab ich meistens. Die Geschichte ist vorbei, Johnny. Lass gut sein. Und was, wenn sie nicht vorbei ist? Vergangenheit ist Vergangenheit. Tu dir einen Gefallen und lass sie endlich ruhen. Am Ende ist irgendwann alles doch im Arsch. Erst Saburo, dann Yorinobu, jetzt Myers. Du pisst echt gern gefährlichen Leuten ans Bein, oder? Aber jetzt mal Real Talk. Wie fühlst du dich nach allem, was passiert ist? Ich hab getan, was Somi wollte. Wieso? Falsche Entscheidung? Nö, ich hätte das auch gemacht. Aber ich muss mir am Ende auch nicht den Kopf darüber zerbrechen, ob man sie doch hätte retten können. Echt typisch, dass du mich kritisierst, während du rumsitzt und nichts entscheiden musst. Ich weiß, ich mach dir das Leben nicht einfacher. Hab über Songbird nachgedacht, über Reed. Ich verstehe endlich, warum ich den ganzen Scheiß gemacht hab. Warum ich im Krieg desertiert bin. Warum ich mich mit Arasaka angelegt habe. Warum ich Carrie so oft ein Weichei genannt habe. Ich weiß endlich, warum ich Reed nicht vertrauen wollte. Er ist mir zu ähnlich. Ein Idealist, der nicht erkennt, dass seine Überzeugungen alles verschlingen, was ihm wichtig ist. Es gibt nur einen Unterschied. Im Gegensatz zu mir hat er sein Ding bis zum Ende durchgezogen. Spar dir die dummen Kommentare. Ich dachte, ihr zwei habt viel gemeinsam. Aber wenn es darum geht, von Idealen geblendet zu werden, das kann ja ganz unterschiedlich laufen. Er hat alles getan, um sie zu retten. Deshalb wird er irgendwann ihren Tod akzeptieren. Aber du, Johnny... Ich glaube, mir ging es nie wirklich um Ideale. Ich war vielmehr auf der Flucht vor dem Leben. Und? Bist du das noch? Ist doch jetzt auch egal. Ich atme noch. Mehr oder minder. Hab nur keine Ahnung wofür. Man braucht einen Grund, um weiterzumachen. Da muss ich erst mal lange in den Spiegel gucken. Weiß schon, dass ich den Anblick hassen werde. Okay. Genug geredet. Steh auf, wir müssen los. Bin echt froh, dass wir geredet haben. Du hast dich verändert. Zum Guten oder zum Schlechten? Das wird sich zeigen. Na komm, gehen wir.